Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zur neuen Folge von My Kaffee Katzenberger mit Epic Leilani. Ich feiere das so, dass ich jetzt endlich wieder aufnehmen kann. Also diese Wochenenden immer dazwischen. Aber ich möchte euch auch mal kurz eben sagen, warum ich am Wochenende nicht aufnehme. Also erstens bin ich Mama. Ich habe eine Familie, um die ich mich also super gerne am Wochenende auch ausgiebig kümmern möchte. Da fallen andere Sachen an. Ich meine, ich bin zwar Hausfrau, aber ich habe ja auch noch andere Let's Plays. Und ihr dürft bitte nicht vergessen, selbst wenn ihr die Let's Plays jetzt nicht selbst aufnehmt, da steckt eine super Menge Arbeit hinter. Also dieses Spielen, das ist die eine Sache. Das macht auch super viel Spaß. Dann kommen die unangenehmen Teile. Ihr müsst die ganzen Sachen zusammenschneiden. Da habt ihr zwei verschiedene Aufnahmesachen. Einmal die Stimme und einmal das Let's Play selber, das Spiel. Und das müsst ihr zusammenschneiden, dann müsst ihr das rendern. Das Rendern dauert Ewigkeiten. So. Und wenn man dann wirklich so, mehrere Spiele macht, dann ist da mal für zwei Folgen oder so einmal der ganze Tag flöten. Ne? Und okay, ich meine, das läuft nebenbei, aber trotzdem, also ich kann dann hier in der Zeit an dem Rechner, wo ich jetzt hier dran aufnehme, nichts machen. Und bitte seht mir das ein bisschen nach. Ich mache das super, super gerne. Ich kommuniziere auch super gerne mit euch, aber bitte seht mir ein bisschen nach, wenn meine Folge nicht direkt pünktlich kommt oder so wie heute. Es ist jetzt 13 Uhr, ich hatte heute einen Friseurtermin und ne, mein Sohn, der ist krank, der konnte heute auch nicht zur Schule. Also bitte habt ein bisschen Verständnis dafür, weil ich möchte, dass mir das noch lange, lange Spaß macht hier. Und ja, wir starten jetzt einfach mal frischi, frischi in die neue Woche und drücken auf Start und schauen mal, was wir Tolles bekommen. Käse! Oh! Meine Katze spielt jetzt hier im Hintergrund gerade. Bei Kaffee Katzenberger spielt meine Katze Chuchu mit irgendeinem Teil. Moment, ich guck mal eben. Ah ja, die hat sich da irgendein Kügelchen geholt. Ja, wir haben 5-mal Käse gewonnen. Die holen wir ab. Tag 4, ich muss dazu sagen, ich habe einmal irgendwie verpeilt abzuholen einen Tag. Und ja, das war letzte Woche irgendwann. Erstmal alles kassieren hier. Da draußen warten schon wieder neue Leute. Sehr schön. Dann werde ich auf jeden Fall heute mal schauen. Moment, ich glaube, ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Oder kann ich später auch dann... So, mache ich dann später. Was möchte der gute Herr denn hier? Spaghetti Bolognese, aber sehr gerne. Ich weiß, ich habe da unten eine Freundeseinladung. Da gucken wir aber gleich zu. Gucken wir gleich nach. Erstmal möchte ich hier einmal durchgehen. Schön. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ich weiß, das habe ich schon total oft gesagt. Aber es ist so. Moment, Aufgabe. Oh Mann, bediene 4 Gäste. Okay, ja, schaffen wir, weil wir haben ja jetzt hier gleich die... Moment, 5 Minuten haben wir dafür. Das ist nett, dass wir so viel Zeit haben. Einmal Kaffee con leche. Einmal bitte zu dem netten Herrn da unten bringen, Dani. Und dann direkt diesen Tisch sauber machen. Ich hoffe, wir haben jetzt auch alles dafür. So, hier sauber machen. Zack, machen wir eben einmal durchgehend sauber. Super. Ich habe heute super geile Laune. Das Wetter ist so geil. Und ja, irgendwie meint man ja immer so, man hat montags, wäre nicht so dolle der Tag, aber irgendwie habe ich heute richtig Spaß. Ich habe eine super geile neue Frisur. Also ich hatte die Haare richtig lang. Und jetzt habe ich mir, ja, die Friseurin meinte, das wäre keine Kurzhaarfrisur, aber... So bis auf die Schultern habe ich die. Ich hatte die vorher fast bis zum Hintern, also wirklich richtig lange Haare. Bisschen länger noch als Dani, nur halt in schwarz. Und jetzt habe ich mir die mal richtig schön stufig geschnitten und vorne so einen Pony, der so seitlich rüber geht und alles vorne weggefranselt. Also ich fühle mich richtig gut und ja gut. Ups, Aufgabe geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Du hast die Aufgabe geschafft. Belohnung 8 Taler. Schön. Schließen. Toll, dann haben wir ja mal wieder hier so eine Quest gemacht, ne? Wo war ich? Ja, mit den Haaren. Ich bin super happy. Ich meine, jede Frau, ne, die weiß, wenn sie vom Friseur kommt und das hat alles gut geklappt und die schaut in den Spiegel und die fühlt sich gut. Ja, was will man mehr, ne? Dann habe ich mich auch direkt, während mein Mann und mein Sohn haben die Haare auch geschnitten bekommen, und dann habe ich mich auch direkt ins Bad verzogen und habe die Friseurin mal die beiden anderen bedienen lassen. Und habe mich dann direkt noch ein bisschen schick gemacht, ein bisschen geschminkt und so. Und ja, ich fühle mich richtig gut. Deswegen wahrscheinlich die super Laune, ne? Ja, dann gehe ich gleich noch ein bisschen shoppen. Und hier wollte ich gleich auch noch. Schaut mal, wir haben 1515 Taler. Also, ich habe ja letztens gesagt, mal gucken, wann wir die 1000 erreichen. Haben wir geschafft, ne? Also, ich war auch sehr fleißig.
am Wochenende, ich meine, ist natürlich nicht dasselbe, ne, wenn ich jetzt hier alleine spiele und das macht auch Spaß, gar keine Frage. Aber ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen was für euch aufnehmen kann und ich freue mich auch immer auf die Kommentare. Ja, ist für mich schöner, so ein Let's Play dann hier aufzunehmen. So, jetzt sind wir erstmal durch. Dann greifen wir uns hier die Sachen noch ab. Zack. Ein Level noch, dann können wir das hier machen, die Molkerei aufschließen, da freue ich mich richtig drauf. Da ist auch noch einer, Dani, und der nächste Gast, der kann dann gleich auch kommen. Zacki! Jetzt war ich nur am Überlegen, also den Kaffeestrauch, den können wir jetzt freischalten, für 750 war das, ne? Moment, 750, genau, dafür hätten wir die Kohle. Moment, Freundeseinladungen. Elfi, ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft, Sie sind bei Epic Leyland hier in der Freundesliste. Nein, Quatsch. Herzlich willkommen, wollte ich natürlich sagen. Dann haben wir auch direkt die nächste Errungenschaft erhalten. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Errungenschaft Klassenliebling in Gold erreicht. Wow, ich war noch nie Klassenliebling in Gold. Entschuldigung. Ja, mit dem Husten weiß ich immer noch nicht. Ich glaube also mit diesem Spray, was ich da bekommen habe, das hilft nicht wirklich. Der geht einfach nicht weg. So, dann mal schauen, was wir gleich mit unseren Freunden machen. Und wen wir da so besuchen können. Ach Gott, jetzt wollen die hier alle. Jetzt geht's schon richtig los hier. Der hat schon fertig. Was haben wir denn hier überhaupt noch auf der Theke? 12-mal Espresso. 5-mal Kaffee con leche, 4-mal Spaghetti Bolognese, die musste ich gestern mal eben schnell kochen, weil da 3 Gäste wollten die haben. Ja, und 13-mal spanische Tortilla. Espresso können wir hier verkaufen. 1527. Oh, ich habe gestern aus Versehen mich verklickt. Ich habe gestern 15 Katzengold ausgegeben, weil da kam ein Pop-up. Übrigens, liebe Grüße, falls das hier mal irgendjemand von ab... Oh nein, komm bitte, Dani, gib den Espresso dahin. Falls das hier mal irgendjemand von Abjazz, was sehr unwahrscheinlich ist, erstens mal finde ich das total blöd, dass die Dani jedes Mal, wenn man irgendwo anders hinklickt, ihre Aufgaben einfach vergisst. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn und Zweck hat, also für mich ist es sehr nervig. Und die zweite Sache habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also wenn mir das einfällt, dann werde ich es euch erzählen. Weiß jetzt auch nicht, was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt könnte ich natürlich wieder mal eben hier stoppen und mir das Ganze nochmal angucken, aber ich will jetzt hier weitermachen. Ach ja, über das Katzengold habe ich geredet. Ja, ich fand das blöd, da kam gestern dann ein Pop-up, dann habe ich diese eine Quest hier nicht geschafft, ne? Und dann sollte ich halt für 15 Katzengold kostet das, glaube ich, wenn man jetzt die nächste Aufgabe direkt starten will. Und in dieser Zeit kam aber irgendwie ein Freund mich besuchen oder so und dann wollte ich das wegklicken und dann habe ich aber auf diese 15 Katzengold geklickt. Weil ich bin ja dann auch manchmal ein bisschen schneller dabei mit meinen Klicks, so wie mit dem Reden. Und ja, ist mir dann passiert. Fand ich sehr nervig, weil für die 15 bin immer so schorrig mit dem Katzengold und dann hätte ich mir lieber irgendwie so ein Fenster oder so gekauft, ne? Klar. Aber mal gucken, 144 Katzengold, was wir dafür kriegen, das werden wir gleich dann sehen. Heute will ich auf jeden Fall ein bisschen shoppen gehen. Aber erstmal die Freunde jetzt besuchen. So, dann gehen wir mal zur schönen Coolen. Die ist mittlerweile Level 18 und die hat ein tolles Café. Echt, also sieht echt schön aus. Der Boden, der weiße, der gefällt mir. Nee, da drüben war noch nichts. Also dann die schöne Coole können wir komplett abgreifen, weil die hat erst 4. So, ist ja nicht jeder so. Fett spielen lassen wir mal aus, weil ich weiß, dass der im Moment sein Let's Play nicht macht. Und das, weiß ich nicht, geh mal lieber für die Leute aus dann halt. Ne? So wie Rambon hier, ganz fleißig. Guckt euch das mal an hier. Da würde ich hier und hier auch gerne abgreifen. Da muss man sich dann immer so ein bisschen überlegen, ne? Was bräuchte man? Hier der Kaffee, der wäre nicht schlecht. Haben wir aber jetzt gerade nicht bekommen. Paprika, ein Sternchen. So, wie viele haben wir denn noch? 13. Okay, dann machen wir hier die beiden noch, dann haben wir 11. Und dann gehen wir mal weiter. Sieg Bromance. Da haben wir einen für. So, haben wir hier vorne? Nein. Vielleicht kriegen wir hier Kaffee. Ja, super. Dankeschön. So, jetzt haben wir noch 9. Dann gehen wir mal weiter. Luan Nolde, der hat auch keinen Bock mehr. Britney Room, auf jeden Fall. Liebe Grüße. Ich weiß, dass du mein Let's Play guckst. So, das. Manche sind auch so ein bisschen, ich meine, ich habe ja diese Klicks, ich sehe die ja immer, das sind meistens immer so um die 20 auf meinen Let's Plays.
Und da weiß man dann schon, wer da geguckt hat. Und ja, die meisten sind halt nicht, ist halt nicht jeder irgendwie so, dass der dann großartig irgendwas postet oder so. Muss ja auch nicht. Ich hoffe nur, dass ihr euch weiterhin daran erfreut, was ich hier mache. Und es macht mir super viel Spaß. Maria Katze ist neu. Hallo Maria. Hat mich gestern auch zweimal angeschrieben und gefragt, ob ich gerade das Let's Play mache. Aber ich weiß nicht, ob Maria in meine Infos gesehen hat. Da steht es nämlich drin, dass ich, auch eine Lorraine-Katze, auch nicht schlecht, dass ich am Wochenende nichts aufnehme von Café Katzenberger. So, jetzt haben wir nur noch einen Punkt. Ich glaube, wir haben hier noch eine. Oh, Cookie-Kuchen. Okay, Elfi, ich komme dich dann das nächste Mal besuchen. Ich gehe jetzt erstmal hier, dieses hier hätte ich gerne. Okay, Tomaten, sehr gut. Gut. Dann nach Hause. Ach nee, da. Zack. Haben wir alles erledigt. Schön. Hier unten haben wir dann die nächsten Sachen wieder. Kohle, 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 Kohle. Ups, ich habe Gronkh nachgemacht. Aber ich meinte ja diese Kohle hier, ne? Tala, 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 tala. Das ist der Tala-Song. Ach Gottchen, ja. Nicht, dass ich mich noch mit meiner guten Laune hier überschlage. So, alles schön sauber machen, Dani. Und hier auch nochmal Geld, 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 Geld. So, und hier sauber machen. Ich glaube, im Moment steht da draußen niemand. Dann können wir mal ein bisschen unser Kaffee hier auf Vordermann bringen. Zack, hier auch. Ach, da kommen schon wieder welche. Drei Stück. Kam der Bus gerade? Stimmt. Ah ne, kann ja nicht. Doch, der Bus kam gerade. Okay, dann warten wir mal, bis die zwei Damen und der Herr sich hingesetzt haben. Da, Kaffee con Lecher. Schön. Bisschen was Neues kochen müssen wir heute auch. Ja, das ist super spannend irgendwie im Moment, weil wir immer was zu tun haben, ne? Ich weiß noch, ich glaube, einen Tag oder so hatten wir da, haben wir uns ein bisschen gelangweilt hier. Ja, da muss man halt ein bisschen überbrücken. Aber solange es mir noch Spaß macht, wird das Let's Play auch regelmäßig kommen. Also ich bin immer der Meinung, wenn das irgendwann aufhört, Spaß zu machen, dann macht das den Leuten auch nicht mehr Spaß, dazu zu sehen. Denke ich mal, weiß ich nicht. Das müsst ihr entscheiden. Aber ich bin ja selber auch leidenschaftlicher Let's Play-Gucker. Ich bin super Fan von Gronkh. Jetzt in letzter Zeit, okay, ich weiß nicht, ob ich mir das anmaßen kann, aber in letzter Zeit, finde ich, hat er ein bisschen nachgelassen, so was diesen Elan angeht. Weiß nicht. Also ich finde den immer noch super, gar keine Frage. Ich feiere den total. Und bin auch dann diejenige, die dann immer schön unter jedes Video postet und so, meinen Senf dazu abgibt, ist klar. Aber ja, weiß ich nicht. Gronkh gucke ich super gerne, dann habe ich super viele kleine Let's Player, die ich gerne sehe. Davon ist einer der Longplayer, den mag ich. Also Zirkron mag ich ja, das habe ich ja schon öfter erwähnt. Wen gibt es denn dann noch, den ich mag? Wen gucke ich dann regelmäßig? Also Zirkron auf jeden Fall. Ranborn schaue ich die Let's Plays von Café Katzenberger. Also falls ihr Let's Plays macht von Café Katzenberger, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und ja, dann könnte ich mal schauen bei euch, ne? Vielleicht kann ich mir da gute Tipps oder so mal raussehen. Vorhin war ich noch im Forum, da habe ich auch mal geguckt. Ich war mir nicht sicher. Erst wollte ich vielleicht im Forum mal posten, dass ich dieses Café Katzenberger Let's Play mache, aber dann habe ich mir gedacht, oh, vielleicht kommt das nicht so ganz gut an oder so, ne? Vielleicht denken die Leute dann, ich will mir irgendwie Abonnenten verschaffen oder so, aber ich hätte einfach nur gerne, dass wir eine größere Community werden. Also, dass ihr euch untereinander auch viel mehr austauschen würdet, also das wäre richtig cool. Entschuldigung, also das schneide ich, glaube ich, raus. Also das war jetzt richtig unangenehm. Steckt so richtig fest. Das wäre natürlich, mir wird das super gefallen, wenn ihr euch gegenseitig auch ein bisschen austauschen würdet. Auf meiner Seite oder, keine Ahnung, im Forum macht ihr das mit Sicherheit. Also das wird mir richtig gut gefallen. Ja, vielleicht kommt das ja noch irgendwann. Ich kriege ja auch immer mehr Abonnenten dazu hier durch dieses Café Katzenberger. Und ja, vielleicht Freundschaften könnten sich auch entwickeln dadurch. Ich meine, der Longplayer, der war, ich weiß gar nicht, wo ich den hergehabt habe. Ich glaube, ich bin irgendwann mal auf seine Seite gekommen durch Zufall oder er auf meine und hat dann da was gepostet. Ja, und jetzt mittlerweile konnten wir den, was heißt überreden? Überreden brauchten wir den eigentlich gar nicht. Aber wir konnten den für Epic Movie Entertain gewinnen. Und der wird jetzt bald auch dann auf unserer Epic Movie Entertain Seite ein eigenes Let's Play hochladen.
Ich weiß noch nicht, welches das sein wird, aber es wird auf jeden Fall spannend. Und jetzt wollen wir uns mal den richtig coolen Sachen hier, das Let's Play, das müsste auch gleich schon wieder zu Ende sein. Aber ist ja nicht schlimm, wir machen uns keinen Stress. So, wir haben 1618 Katzentaler. Wie weit sind wir jetzt eigentlich so? Was können wir denn kaufen? Den Herd haben wir ja schon, die Püriermaschine, den Kaffeeautomaten. Boah, der Ofen kostet 5000 Öcken, aber den hätte ich trotzdem gerne mal davon ab. So, der Fleischwolf, 600. Der wäre vielleicht auch nicht schlecht. Sollen wir uns den kaufen? Den Fleischwolf? Ich gucke nochmal eben kurz. Also den Haken haben wir auf jeden Fall dann im Gedächtnis. Theke Katze, toll. Theke Edelholz, Theke Daniela. Okay, Theke Daniela finde ich auch richtig cool, ne? Die geht ab wahrscheinlich. Theke Katze. Ich glaube, die lege ich mir mal zu. Oder? Oder die Theke einfach noch eine. Ich glaube, es wäre vielleicht besser, wenn wir nicht so viel verschiedene Sachen hier haben. Lasst uns mal noch eine Theke einfach hier hinsetzen. So. Dann drehen. Die Theke ist leer, ja, ich weiß. Wie war das noch gleich? Ich habe schon so lange nichts mehr gekauft. Also einklappen, dann auf die Theke, dann drehen, genau, und dann positionieren. Super, jetzt haben wir eine Theke, eine neue. Ich glaube, Sitzplätze im Moment machen nicht sehr viel Sinn, weil wir haben ja immer genug. Mal steht dann da jemand dann da vorne, aber das geht ja auch ziemlich flott eigentlich immer. Wie lange ist denn noch? 5 Minuten? Okay, dann mal weiter shoppen. Ein bisschen Katzengold könnten wir ausgeben. Oder, was kriegen wir denn dafür? Ja, die VIP-Aufgaben, da kriegen wir ihn hier für. Ich weiß, aber im Moment brauchen wir den noch gar nicht. Und Kaffee bekommen wir ja auch eigentlich ganz viel. Mal weiterschauen. So, Garnituren, habe ich ja gesagt, brauchen wir nicht. Oh, auch schön, ne? Super schön, Garnitur Zebra. Ich habe schon gesehen, dass hier richtig geile Sachen von in so einem Zebra-Look sind. Finde ich richtig cool. Da die Garnitur Zebra und dann gibt es auch noch irgendwie... Moment. Ach nee. Fenster. Wo haben die eigentlich alle die Regale her? Das ist so eins. Deko könnten wir vielleicht auch mal ein bisschen, ne? Wandspiegel Kupfer. Wie viele Punkte macht der? Ein Dekopunkt. 5 Punkte, 7 Punkte. Ich glaube, wir brauchen noch 4 Punkte. 2 Dekopunkte, das ist auch schön. Das ist so schön. Aber kann ich mir im Moment nicht leisten. Der macht 3 Dekopunkte. Ah, 23 Dekopunkte. Also auf die würde ich super gerne sparen, auf dieses gemütliche Sofa. Ich denke, wenn ich noch 6 Katzentaler habe, werde ich mir das kaufen, weil ich finde das echt schön. Dann haben wir das Spiegel Bronze. Ja, die rosa Ballons sind auch süß. Aber das Katzenbergerschild ist auch toll. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Da ist es. Boah, ist das geil, aber 1100 Katzengold. Also das finde ich schon Wucher. Das ist geil, auf jeden Fall. Aber, und das ja auch dazu, boah, ich sehe mich schon hier schon wieder alles hinstellen. Ne? Speisekarte ist auch cool, finde ich gut. Lattenzaun, wozu der? Zeitungsständer. Wandposter Daniela. Mäuerchen. Okay, elegantes Wandregal. Aber wo haben die denn hier diese tollen Sachen her? Hier, Bücherregal, da ist es. 105. Ab Level 18, boah, da haben wir noch was vor der Brust, ey. Ja. Pist. Was wollten wir jetzt kaufen? Den Fleischwolf, ne? Da. Den kaufen wir jetzt. So. Der kommt hier zu unseren Gerätschaften. Moment, dahin. Einmal drehen, bitte. Ja. Und zack. Haben wir ein bisschen Kohle ausgegeben heute. So. Ah, da kommt der nächste Katzenberger Bus. Und wir könnten die nächste Quest starten, aber das mache ich dann erst im nächsten Let's Play. Jetzt gucke ich mir nur mal kurz eben an, was dieser Fleischwolf hier kann. Ich schätze, der kann uns Hackfleisch machen. Rindfleisch und Schweinefleisch. Ja, Hackfleisch machen wir damit. Aber wie viel? Oh mein Gott. Also das ist heavy. Gewinnproportion ein. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt... Ich glaube, das hat sich nicht wirklich gelohnt, weil Energiekosten 34, 35 Punkte... Ja, okay, aber 28 Portionen, ne? Ich würde sagen, ich mache das dann immer offscreen, weil diese Punkte, diese
Diese Energiekosten, die laden sich ja eigentlich, wenn man dann nicht online ist und nichts macht, immer ziemlich schnell wieder auf. Ne? Ich bediene jetzt nochmal eben schnell hier die Gäste. Der hier ist noch 1 Minute 29. Schade, dass man das nicht sehen kann vorher, die ganzen Questen. Ne? Im Forum haben die vorhin darum gebeten, dass man die Questen nicht vorsagt. Ja, finde ich auch irgendwie, fände ich doof. Ich habe mal eine ganze Zeit lang Wurzelimperium gespielt und da gab es eine Seite, ich weiß nicht, ob es die für Daniela Katzenberger Café jetzt auch schon gibt, da gab es eine Seite, wo man sich die ganzen Questen anschauen kann vorher. Die war auch von einem User und ja, das konnte man dann alles sehen. Aber für heute, meine Lieben, muss ich mich leider wieder von euch verabschieden. Ich habe noch einen tollen Tag vor der Brust. Draußen wird auch schon fleißig im Park gemäht. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt hört. Eigentlich müsstet ihr das nicht hören, aber ich sag euch jetzt gerade im Hintergrund, falls ihr so ein bisschen Gebrabber hört, das ist der Rasenmäher aus dem Park. Dieser riesengroße, wo man drauf sitzt, ist da dieser Park. Ihr müsst euch das vorstellen. Die Stadt, in der ich wohne, ist einmal umgrenzt von einem riesengroßen Park. Das ist eine Kleinstadt, eine ganz kleine Stadt, total süß und mit Mühle und sowas alles noch. Und die ist einmal komplett rum und da kann man natürlich nicht mit so einem normalen Rasenmäher, kommt man da nicht weit, ne? Deswegen dann halt dieser große. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch einen super, super Tag. Bis übermorgen. Tschüss.